Die Innenstadt von Dublin ist in der dunklen Jahreszeit festlich geschmückt. Doch hinter den Fassaden brodelt es. Immer mehr Familien fürchten um ihr Obdach. Die Durchschnittsmiete liegt mittlerweile bei 2000 Euro und es fehlt dramatisch an Wohnraum. Dieses 30 Quadratmeter Apartment kostet monatlich 850 Euro und ist das Zuhause von drei Erwachsenen. Die Leute gehen sich da auf die Nerven. Der eine will schlafen, der andere will lernen und noch jemand will ins Bad. Da geht's schon rau zu. Die Gründe für die Krise auf dem Wohnungsmarkt sind vielfältig. Die Wirtschaft boomt, es kommen mehr Einwanderer, viele Wohnungen werden übers Internet an Feriengäste vermietet. Gleichzeitig gibt es weniger Sozialwohnungen. Die Regierung verspricht Abhilfe mit Milieuschutzgebieten und mehr Neubauten. Premierminister Leo Varadkar rührt entsprechend die Werbetrommel. Wir werden dieses Jahr 18.000 bis 20.000 neue Wohnungen bauen, so viele wie in keinem Jahr des vergangenen Jahrzehnts. Für Kritiker ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 4000 Menschen pro Woche suchen derzeit dringend eine Unterkunft, achtmal mehr als noch vor einem Jahr.